Die kommunale Infrastruktur ist chronisch unterfinanziert. Der Investitionsstau ist allein 2014 um weitere 10% gestiegen. Doch anstatt investieren zu können, kämpfen viele Kommunen mit steigenden Schulden und Soziallasten. Die Folgen sind schwerwiegend. Knappe Mittel müssen deshalb effektiv eingesetzt werden. Ein Allheilmittel gibt es nicht, aber viele erfolgreiche Beispiele, in denen öffentliche und private Partner Hand in Hand arbeiten. Gleichzeitig soll privates Kapital für mehr Investitionen sorgen. Doch können Investoren den Kommunen Vorteile bieten? Welches Modell ist geeignet? Kreativität und Risikoabwägung ist gefragt, damit Deutschland im Wettbewerb der Standorte nicht verliert.